Und weiter geht's hier mit einer neuen Folge von King of Retail. Heute füllen wir weiter unsere Regale auf, machen vielleicht unser Sortiment ein bisschen komplexer und sehen zu, dass wir weiter ins Wachsen kommen. Unsere Mitarbeiterin ist auch schon kurz davor, mehr Skills zu haben. Und es läuft und es läuft und es läuft. Ich muss schon richtig Gas geben. Ich komme hier schon bald in Schwitzen, dass wir hier alles geschafft kriegen. Aber es fehlt immer noch die Kohle. Und da müssen wir jetzt ran. So, Alter, sieh zu, pack aus die Kisten. Der Laden hat sogar schon offen. Ich muss schnell Gas geben. Denn wir haben verschiedene Artikel, die sehr, sehr gut laufen. Und die Artikel, die wollen wir natürlich noch ein bisschen weiter pushen. Lager ist voll, der Wolski. Und dafür mache ich jetzt erstmal alles andere voll. Erstmal zusehen, dass die Regale gut gefüllt sind. Bevor wir dann irgendwelche Zweitplatzierungen machen. Das muss erstmal hier alles laufen, ey. So, guck mal, die Kunden kommen auch schon rein, direkt morgens. Das ist schon ein gutes Zeichen, dass sie von vornherein am Stoff interessiert sind. So soll das sein. Zack, 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 haben wir auch. Kriege ich dann auch ausgepackt schnell, ich hoffe es. Noch hat keiner gepfiffen. Oh, der hat mir sogar nochmal Ware nachgeliefert. Keiner da. Ja, warte mal, dann füllen wir mal eben hier diese beiden Artikel rein. Wir hatten hier zwei Artikel beim letzten Mal, die so gut gelaufen sind, dass ich die halt doppelt bestellt habe. Das sind diese komischen, die aussehen wie irgendwelcher Erdbeerjoghurt oder weiß der Geier was. Und hier so komische Minzverpackung oder so komisch gestreift. Also das Zeug wollen wir hier nochmal extra platzieren. Da kam schon gerade die Meldung rein, unsere Mitarbeiterin ist gerade auf dem Weg. So, und da haben wir die Artikel. 1, 2, 3, 4. Einmal. Und auf der anderen Seite auch. Getränke, Limonade. Das sind jetzt hier diese mit den Pünktchen da drauf. So, davon haben wir auch noch genug. Und die machen wir mal schnell voll. Perfekt. Und unsere Mitarbeiterin war genau im richtigen Moment da. Dadurch, dass sie an der Kasse eigentlich arbeitet, zack, hat sie sofort den Kunden abgefangen. Ich kann mich hier um die Regalpflege noch kümmern. Perfekt, ey. So, dann können wir das gleich nochmal ein bisschen tauschen. Beziehungsweise, wenn hier Kundenanfragen sind, kann ich da natürlich hinrennen. Guck, die Leute kaufen direkt hier aus dem zweiten Regal. Wunderbar. So soll das sein, ey. So. Alles geöffnet. Ne, hier muss ich noch was auspacken. Perfekt, ey. Wenn man jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hat, die nicht so gut geschult sind, das heißt, wenn die in ihren Fähigkeiten noch nicht so viele Punkte drin haben, dann machen die halt auch Fehler. Das würde bedeuten, an der Kasse, dass die Abrechnungsfehler tatsächlich machen. Was wirklich dramatische Auswirkungen haben kann. Also wirkliche Verluste. Oder beim Auspacken, wenn man später Mitarbeiter hat, die die Ware hier auspacken und verräumen, dass die dann einfach beim Auspacken Bruch machen und dann sagen, ja, sorry, Alter, ich habe hier mal eben 14 Pullen kaputt gekloppt. Ja. Müssen wir abschreiben, ne? So, dankeschön. Und je besser die dann halt trainiert und geschult sind, umso effektiver sind die dann eben auch in dem, was sie tun. Deswegen schicken wir die jetzt hier nochmal ab ins Marketing rüber. Ich stelle mich hier an die Kasse. Und dann machen wir nochmal Speed. Gib ihm. Lassen wir das mal ein bisschen durchlaufen hier. Verkaufen erstmal und gucken gleich nochmal kurz rein. Leute, ihr seht, es wird immer wilder und es wird auch immer voller. Das heißt, langsam lüppt der Lachs. Die Kollegin sehe ich jetzt gerade, macht gerade Pause. Ich muss gleich mal gucken, ob wir für sie noch irgendwelche Möbel dahinstellen können, Pausentische und sowas. Und es kommen mittlerweile immer mehr Leute rein, wo ich dann auch eine Verkäuferin, Verkäufer für brauche. Das muss ich mir gleich nochmal überlegen, ob sich das schon rentiert von der Kohle her. Oder ob ich nicht erstmal noch so viel Kohle generiere jetzt hier mit diesem kleinen
Shop, dass wir einfach weitere Artikel vielleicht mit reinbringen. Ich glaube, es macht sogar mehr Sinn. Wir machen gleich mal hier schön Kassenabschluss, gucken, was das so an dem Samstag gebracht hat. Nehmen vielleicht sogar noch den Sonntag mit an Kohle. Und dann haben wir ja Montag, Dienstag wieder diese beiden kurzen Tage ohne Mitarbeiter. Und da kann ich vielleicht noch ein paar Regale wieder aufstellen. An diesen zwei, das sind glaube ich nur immer 2 Stunden oder sowas, wo der Laden dann auf hat. Und die Zeit nutze ich dann fürs Umbauen und weiter ausbauen. So, wir haben wieder kurz vor Feierabend. Perfekt. Die letzten Kunden rennen hier noch rum. Und ich würde sagen, für diese Ladengröße ist das auch schon tatsächlich ordentlich, was hier rumrennt. Die Kasse reicht immer noch aus. 3 Leute am Stück, jawohl, perfekt. Unsere Kollegin ist immer noch fleißig hier am Tippen. Wunderbar. Ihre Marketing-Skills wachsen. Ich mach noch schnell die Nachbestellung für den Tag. Mindestlagerbestand für 200 Ocken müssen wir jetzt nachbestellen. Und dann ab nach Hause oder ab ins Büro erstmal. So, und wenn wir uns jetzt hier anschauen, was die Kollegin hier oben hat, das Sternchen, dann sehen wir schon, alles klar, sie hat mehr Skills bekommen in dem, was sie hier tut. Das ist super. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir hier die Skills sinnvoll verteilen können. Und hier haben wir auch schon 2 wichtige Sachen. Steuerung Alt entfernen. Ihr Mitarbeiter lernt eine neue praktische Tastenkombination. Um aus schwierigen Situationen herauszukommen. Ja, sehr schön. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Forum-Spezialist. Macht den Mitarbeiter zum Spezialisten für Online-Foren, um die Reichweite im jeweiligen Forumsbeitrag zu erhöhen. Ich glaube, das ist beides interessant. Deswegen machen wir da, das ist dann komplett ausgebaut schon. Experte da drin in Steuerung Alt und Entfernen. Und hier machen wir auch schon den nächsten Punkt rein. Einfach Stück für Stück voll. Schnellere Beiträge und sowas. Ja, wir haben ja Zeit. Machen wir Stück für Stück alles. Eins nach dem anderen. So, damit hat sie schon ein bisschen was gelernt. Gucken wir mal, ob sie denn jetzt auch direkt Gehaltserhöhung oder sowas haben will. Ich hoffe noch nicht sofort. Nee, aber wir haben hier eine Verkaufsaktion von Tasty Dreams. Ab heute bietet Tasty Dreams unseren Verkäufern, das sind sie, Rabatte auf ausgewählte Artikel. Wir empfehlen Ihnen in diese Gelegenheit zu investieren, um diese Produkte in Ihrem Geschäft zu verkaufen. Wir bieten Rabatt auf 2 Artikel für insgesamt 2 Tage. Tasty Dreams können wir jetzt natürlich nachschauen. Mindestlagerbestand, Getränke, Limonaden. Das hier ist Tasty Dreams. Oha. Das ist Tasty Dreams und das ist ohnehin ein gut laufender Artikel. Hier unten, das ist auch alles Tasty Dreams. Aber auf was ist denn jetzt hier der Rabatt? Bestellung, Artikel, Getränke, Limonaden. Sehe ich gar nicht den Rabatt. Sieht man den irgendwo? Also ich würde sagen, ich habe ausreichend Ware bestellt. Wenn wir leer verkauft sind, ist das ein gutes Zeichen. Wir müssen Kohle machen, damit wir uns demnächst eine neue Mitarbeiterin leisten können oder halt den Laden komplett nochmal ein bisschen erweitern können. Von daher Gas geben, ab in den nächsten Tag. So, weiter geht's. Unsere erste Lieferung kommt auch schon. Geben wir Gas hier. Und sofort auspacken, wenn er da ist. Zack, 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 zack. Jawohl, hat gepasst. Alles reingepasst. Das ist auch wichtig, irgendwann, dass wir hier das Lager erhöhen. Beziehungsweise die Lagerkapazitäten. Aber noch sind wir nicht in dem Bereich. Noch müssen wir erstmal die Verkaufskapazitäten erhöhen. Die Ware, die kann er ja 2-mal, 3-mal liefern am Tag. Das ist ja wurscht, Alter. Wobei, wenn man extra bestellt, dann kostet das auch extra. Aber wir sehen, die Leute kommen schon zielstrebig rein und gehen hier an diese Tasty-Artikel, die gerade irgendwie extra beworben sind. Schnell alles voll machen. Ach du Schande, ist das leer hier. Ei, ei, ei. Bestlaufende Artikel hier, ey. Ganz, ganz, ganz krass.
Da müssen wir schnell an die Kasse. Hallo. So. Eben alles voll machen. Schnell zur Kasse, ich bin schon da. Yo. Und dann das andere Regal. Ne, ist schon voll. Das ist auch schon voll. Okay. Läuft. Oh, oh Mann, ey. Guckt, und die haben schon hinten rumgewunken, weil die Kasse schon voll war. Alter Falter. Die hatten gar nicht eine Frage. Die haben bloß gewunken. Alter, wo ist denn hier meine Kasse? Ich will mein Geld loswerden. So, da haben wir jetzt die Mitarbeiterin. Die stopfen wir. Die stopfen wir mal eben an die Kasse. Das heißt, ich gehe weg. Sie macht das direkt. Dann kann ich mich hier nochmal weiter auspacken gerade. Und wenn ich die Regale komplett voll habe, dann kann sie sich ja nochmal ans Marketing setzen. Ein bisschen influenzen allen. Das haben wir, das haben wir. Das ist auch alles voll. Da passt noch ein bisschen was rein. Jawohl, von dem Neon-Zeug. Lecker, lecker. Schraub rein das Zeug in den Schädel. Perfekt. Und die Artikel, verdorre ich nochmal, die laufen echt gut, ey. Ob ich die nochmal nachbestellen sollte? Wobei, das schmälert natürlich die Marge, ne? Was haben wir denn hier noch drin? Okay. Ah, das sind diese hier. Die sind natürlich nicht ideal aufgebaut. Die sind natürlich nicht ideal aufgestellt. Jetzt gucken wir ja mal einfach mal in der Zwischenzeit rein, was es denn noch für Artikel gibt. Wir haben 700 Ocken und wir könnten ja theoretisch mehr Ware bestellen, ne? Lebensmittel, Getränke, wie wär's denn mit Likörchen, Alter? Hm? Noch so ein paar Likörchen mit rein ins Sortiment? Oder doch erstmal noch Bier? Ich würde sagen, ich nehme einfach nochmal mit Bier rein ins Sortiment. Und in der Hoffnung, dass die gleichen Biersorten wie aus dem anderen Game hier auch laufen, nehme ich einfach nur diese zwei bestlaufenden Biersorten mit rein. Ich probiere das einfach mal aus. Das war dieses. Und das war dieses hier. So, davon nehme ich jetzt jeweils auch vielleicht erstmal nur 6 Stück. Zap, zap, zap. Kostet 200, 43 Stück. Perfekt. Bestellen. Und wir sagen, der soll es auch direkt liefern. Kostet nochmal extra. Aber für die Erstbestückung finde ich das voll okay. So, und bevor unsere Kollegin jetzt gleich in die Pause geht. Was haben wir denn hier? Warte mal, Lebensmittel, Getränke, da sind wir doch. Bier. Stellen wir hier einfach nochmal schnell die zwei Regale hin. Dann machen wir jetzt hier einfach hinten an die Wand. Zack. Zack. So, dann kommen hier hinten schön die Bierregale hin. 16 Uhr macht sie Pause, ne? Ah ne, warte mal. Erstmal machen wir hier nur die Regalböden rein. So. Ist die Ware schon geliefert worden? Ja, perfekt. Schnell auspacken. Noch ist die Kollegin an der Kasse. Excuse me. Excuse me. Und da ist der Rest von der Ware. Perfekt. Jetzt macht die Kollegin gerade Pause. Das heißt, wir müssen mal eben die Kasse hier übernehmen. Läuft hier. Siehst du, und die wollen alle schon wieder ihr Geld loswerden. Ist das schön. So langsam kommen wir hier in Schwung. Lübt. Gleich ist sie auch aus der Pause wieder raus. Da ist sie auch schon wieder. Zack. Dann lassen wir sie direkt dran. Und dann räumen wir hier mal eben das Bier rein. Wir haben auch gerade schon die richtige Uhrzeit für das Bier. Vorgekühlt ist es von der letzten Lieferung auch noch. Mega.
Das heißt, die Kunden können das schön gekühlte Bier zisch direkt nach Feierabend sich in den Kopf stellen, Alter. So, guck mal, wie sie gierig sind. Was sie gierig sind, ich sag es dir, Alter. Was sie gierig sind, aber sofort hier. Endlich Stoff. Mega. Schick mal die Kollegin nochmal gleich ein bisschen ins Marketing. Sofort einen raus, twittern einen, dass wir jetzt auch Bier haben. Husch. Perfekt, ey. Alter, Bier scheint aber zu laufen, ne? Es scheint tatsächlich mit einer der stärksten Marken zu sein. Wenn man das natürlich weiß, könnte man so einen Laden nur mit starken Marken machen. Das wäre natürlich der absolute Hack. Der ultimative Schnellstart. Artikel, die komplett eskalieren. So, kurz vor Feierabend und der Laden brummt. Da hinten winken die Leute, die haben alle Bock. Ich würde sagen, wir müssen das nochmal irgendwie ein paar Tage durchhalten, bis wir dann endlich auch genug Kohle haben für einen weiteren Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Zack, Feierabend, haben wir es wieder geschafft. Das war's. Die Kollegin macht, glaube ich, jetzt auch Feierabend. Ich mache auch Feierabend. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder im Livestream.